Lustig ist das Zigeunerleben? Das ist eine gute Frage. Sind wir nicht alle vielmehr Nomaden? Ja, im Grunde bin ich ein Nomade. Das heißt, ich reise von Staat zu Staat und Stadt zu Stadt. Hier in Santa Cruz, vorher in Wien, davor in Pagonischak. Jetzt geht es dann weiter nach Mexico City und dann nach Nicaragua. Und wieder zurück dann nach Indien, zuerst nach Wien und wieder nach Indien. Und so ist der Plan. Und so war es auch die letzten Jahre, trotz Corona. Und es reicht mir hier jetzt dann schon wieder. Ja. Eine Phase hatte ich, da wollte ich hier überhaupt nicht mehr weg. Aber jetzt reicht es mir wieder. Ja. Also ich glaube ja überhaupt, dass vielleicht nicht jeder, oder doch grundsätzlich jeder, also eine schwierige Frage, nicht damit glücklich ist, wenn er immer am selben Ort verweilt. Es ist schön, an die Orte immer wieder zurückzukommen, die Freunde, die Familie zu besuchen, regelmäßig, aber immer am selben Ort verweilen. Also bei meinen reichen Freunden ist es so, die haben ein Haus in Saint-Tropez oder auf Madeira oder dann halt irgendwo sonst oder hier in Costa Rica oder auf Grand Bahama, ja, und reisen das so turnusmäßig ab. Ne? Und wenn es nur ein Landhaus ist, ne? Wenn man Landhaus und dann vielleicht noch einen kleinen Schrebergarten in der Stadt, ne? Dass man von der Stadt wohnt in den Schrebergarten, dann aufs Landhaus und dann wieder auf Urlaub. Ja? Ja? Der Mensch war ja ursprünglich ein Nomade. Der ist ja mit den Jahreszeiten gezogen. Er ist ja, den Tierherden hinterher, als Jäger und als Sammler, und ich glaube, das ist schon in uns drinnen. Und wenn man zu lange an einem Ort ist, ja, dann verkrustet man. Ja. Dann ist die Energie blockiert, dann kommt diese Routine. Ja. Es ist zwar bequem, aber man wird immer schwächer und schwächer und schwächer. Ja. Drum, ja, ein Nomadenleben oder sich zumindest zeitweise ein Nomadenleben bewahren, ist etwas Wunderbares. Und da bietet sich nichts mehr und besser an als die Stiftung George Grove. Mit unseren Stützpunkten und Headquarters hier in Santa Cruz, in Tamarindo, in Coco Beach, in Costa Rica, in Wien, in Mexico City und in Ungarn in Pagonischak. Internet-Operator für die Stiftung George Go und Content-Manager, also als Art Franchise-Partner, ja, stehen einem alle diese Headquarters zur Verfügung. Ja. Und ja, das Nomadenleben. Da hat es doch einen Song gegeben von Vittoriani, wie ist der gegangen? Ja, das Zigeunerleben. Ein Zigeunerleben muss so wunderschön sein. Da muss ich jetzt gleich mal nachschauen in YouTube, ob das doch gelistet ist. Ja. Ein Zigeunerleben, Faria, Faria, ho. Brauchen dem Kaiser kein Zins zu geben, Faria, Faria, ho. Don Beach Plantage. Warum du anders bist, weil du dich für solche Themen interessierst.